Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Müller Lookbox, die ich im Juni gewonnen habe, oder? Juni? Ja, im Juni gewonnen habe, genau. So sieht die aus. Richtig, richtig schöne Umverpackung. Gefällt mir absolut gut. Und am Ende zeige ich euch auch noch, was ich in den letzten Malen zugeschickt bekommen habe. Gehe da kurz mit euch drauf ein und wir fangen aber an mit der Müller Box. Ich öffne sie direkt mal und ich kann euch jetzt schon so viel sagen, diese Box. Ich habe ja schon öfter die Müller Lookbox gewonnen. Da kann man bei Müller teilnehmen und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr die. Müsst ihr nur 5 Euro zahlen und das hat immer einen super Wert. Genau, ich fange mal an mit den Goodies. Das sind diesmal sehr, sehr viele Goodies. Einmal von 4711 Aqua Colonia Lime and Nutmeg. Ist ein Parfum, gefällt mir nicht gut. Ich hatte es schon sehr oft in anderen Boxen. Das ist absolut nicht mein Duft. Das ist ein bisschen so für alte Leute, finde ich. Also, wenn ihr das gerne riecht, dann ist das vollkommen okay. Dann könnt ihr es gerne tragen. Mein Geruchssinn trifft das jetzt nicht so. Aber waren als Goodie drin, also eigentlich ganz cool, werde ich mal verlosen. Dann als Goodie drin, Easy Peeling Exfoliating Action. So sieht das aus. Also ein kleines Peeling, ein kleines Sachet. Kann man immer gebrauchen. Dann von Kiss New York Lemon Brightening Maske. Auch umsonst da drin und ich glaube, die kostet um die 3 Euro oder so. Masken nehme ich natürlich immer gern, von daher freue ich mich da sehr drüber, dass die drin ist. Und zu guter Letzt noch ein Goodie von Georgina & Lucy. So sieht das aus. Einmal ein Parfum, Jungle Jam heißt das. So eine Größe, also ist ordentlich was drin und das werde ich mal dran schnuppern. Ich rieche so noch nichts, ich teste es mal. Ein sehr kräftiger Duft, würde ich sagen. Also nichts Leichtes, ich finde schon ein bisschen was Stärkeres, schwererer Duft. Oh, ich kann ihn ganz, ich bin so schlecht im Düfte beschreiben, ne? Nee, ich lasse es lieber sein, weil ich glaube, ich beschreibe ihn schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht leicht, sondern eher ein schwerer Duft. Aber kann ich wohl riechen, ist jetzt nicht mein Favorite oder so, aber kann man auf jeden Fall machen. Ich werde ihn bestimmt benutzen. Dann fangen wir jetzt mit den richtigen Produkten dieser Box an. Und da habe ich jetzt erstes von Aveo ein Deo-Spray, und zwar Blütenzauber. So sieht das aus von Aveo, der Eigenmarke von Müller, wenn ich mich nicht täusche. Und ein Deo kann ich immer gebrauchen, finde ich gut, ist ohne Aluminiumsalze. Da freue ich mich schon mal drüber. Dann haben wir von Maybelline New York die Total Temptation Mascara. Finde ich von der Verpackung her echt hässlich. Also wirklich diese Farbe, dieses hautfarbene mit diesem Schwarz darüber. Also sieht auch so richtig billig aus, also pottenhässlich vom Design. Ich teste sie trotzdem gerne aus, aber das ist echt, was denkt man sich dabei? Das ist einfach so hässlich. Schrecklich. Aber Mascara kann man natürlich gebrauchen, keine Sache. Dann haben wir hier einen Gel-Duo-Effekt von Misslin. So sieht es aus. Da ist einmal halt so ein Topcoat-Gel-Effekt und einmal ein Nagellack, was ohne Licht funktionieren soll, wie es da drauf steht. Und das sind die. Einmal so ein Rotton auf jeden Fall. Kann man natürlich auch gut gebrauchen, finde ich auch nicht schlecht. Dann ein weiterer Nagellack von Essie, den behalte ich auf jeden Fall. Ich liebe Essie Nagellacke. Muss ich mal gucken, ob ich so eine ähnliche Farbe habe. Ich habe sehr viele schon Rottöne von Essie. Das ist jetzt in der Farbe Lieblingsmensch. Genau. Einmal der. Dann haben wir von Catrice Cosmetics einen Volumizing Lip Balm. So sieht der aus, da finde ich für die Verpackung irgendwie ganz süß. Auf jeden Fall schöner als von der Mascara. Und das ist der Lippenstift. Den werde ich meiner Mutter auf jeden Fall schenken. Deswegen kann ich den euch trotzdem mal swatchen. Da oben ist er. Also er gibt schon genug Farbe ab. Man würde es auf jeden Fall sehen und ist halt sehr pflegend. Es steht halt Balm auch drauf. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Aber da ich so viele Lippenstifte schon habe, werde ich den definitiv nicht, werde ich da nicht oft zugreifen. Deswegen kriegt meine Mutter den. Dann haben wir von Veet Summer Ready Edition Kaltwachsstreifen, Easy Gel Wachs mit 12 Teilen gratis, keine Ahnung. So sehen die aus, weiß ich nicht, ob ich die benutze, ich gehe dann lieber, denke ich, eher zur Kosmetikerin und lasse mir wirklich meine Beine wachsen, vielleicht verlose ich das oder ich teste es aus, ich bin mir noch nicht sicher, aber erstmal lege ich es beiseite. Kann man natürlich auch gebrauchen, also auch kein schlechtes Produkt. Danach kommt etwas von Essence, und zwar eine Essence Palette von den neueren, In Love with Rose.
So sieht die aus. Das ist diese rosige. Die kann ich euch auch mal aufmachen, wenn ich sie aufkriege. So. Genau, so sieht die aus. Finde ich von der Verpackung also auch nicht schön. Da hat Essence schon mal schönere Sachen. Aber von innen, die Farben sehen auf jeden Fall gut aus. Sind auch ein paar Matte drin, was mir gefällt. Die werde ich auf jeden Fall mal austesten. Vielleicht mal so ein One-Brand-Make-up mit Essence machen. Muss ich mal gucken. Aber die Farben sehen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das muss ich denen lassen. Dann noch eins, und zwar The Balm. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Also dieser Inhalt dieser Box ist einfach der Wahnsinn, wirklich. Ich habe dafür 5 Euro gezahlt. Und zwar dachte ich erst, Highlighter von The Balm. Dachte ich erst, es wäre der Mary Luminizer. Ist natürlich ein geiler Highlighter, aber den habe ich halt schon wie fast jeder. Aber nein, hier ist drin der Cindy Luminizer. Kann ich euch auch eben mal aufmachen. Den wollte ich mir immer schon mal kaufen und testen, ob der denn auch so gut ist wie der Mary Luminizer, ob der auch was kann. So sieht der aus von der Verpackung. Also ähnlich wie der Mary Luminizer eigentlich vom Aufbau. Und das ist der Highlighter. Ich gehe da mal rein. Auf dem Finger sieht man so leichte, er ist halt so peachy und er hat leichte lila Partikel drin. Wenn ich ihn auftrage, ich habe es da, da sieht man ihn nicht mehr so ganz, da ist er nicht mehr so luminous, aber ja, ich werde ihn erstmal testen, aber finde ich auf jeden Fall cool, dass das Produkt drin ist. Und dann haben wir das letzte Produkt und das ist von Victoria's Secret, einmal Vanilla Lace Fragrant Mist, also ein Body Spray. Finde ich sehr, sehr cool. Haben die ein neues Design, sehen die jetzt alle so aus? Ich habe noch die alten, die so ein bisschen oval waren. Finde ich auf jeden Fall sehr schön, das Design. Und darüber freue ich mich ebenfalls. Das war nämlich die Müller Look Box, die letzte. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte noch nie so eine tolle. Also daraus gefällt mir eigentlich alles, würde ich behaupten. Außer vielleicht jetzt dieses eine Parfum-Goodie, aber richtig, richtig top Box. Genau, und dann wollte ich euch zeigen, was ich in den letzten Monaten, letzten 2 oder 3 Monaten zugeschickt bekommen habe. Und da fange ich an mit Garnier. Von Garnier habe ich vor ungefähr 2 oder 3 Monaten den Express Retouch Stift bekommen. So sieht der aus. Genau, den mache ich jetzt mal auf. Und will den auch einfach mal kurz angucken. Das ist so ein ganz kleiner Stift, wie ihr seht. Also perfekt für die Handtasche. Das Design, da lässt sich auch wieder drüber streiten. Sehr billig, würde ich behaupten. Hier hinten geht schon das, der Aufkleber, sag ich mal, ab. Also nicht so mega. Aber hier drin ist die Flüssigkeit hier hinten. Und das ist jetzt der Schwamm mit der Flüssigkeit, der die aufgenommen hat. Und ich will das jetzt gerne mal probieren. Ich brauche mal gerade einen Spiegel. Wo habe ich denn einen? Hier habe ich einen. Ich habe nämlich voll den Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera sieht. Und ich würde das gern einmal testen, wie das aussieht. Ich habe jetzt Angst, dass ich alles versaue, weil ich gar nicht auf eine Feier gehe. Okay. Jetzt habe ich es an der Hand. Es sieht ein bisschen scheiße gerade aus. Um ehrlich zu sein, ich muss mal gerade gucken, ob ich das ein bisschen jetzt, keine Ahnung, vielleicht auskämmen kann wieder ein bisschen, weil man sieht halt schon, dass es so ein bisschen streifig wird, weil das Produkt halt auch feucht ist. Aber vielleicht kann man also runterkämmen und dann wird es natürlicher. Mal testen. Ich wollte das jetzt nicht bei mir ganz machen, ich wollte es einfach nur mal testen. Upsala. Und ja, es sieht tatsächlich ein bisschen scheiße aus, muss ich dazu ehrlich sagen. Ich habe es gerade ein bisschen auf der Kopfhaut und es lässt sich auch von den Haaren nicht mehr so gut verblenden, sage ich mal, scheiße. Ja. Also es sitzt auf dem Haar ganz gut, sage ich mal, aber es sieht halt auch ein bisschen streifig jetzt aus. Jetzt habe ich da so einen Fleck auf dem Kopf, aber egal, ich hoffe, heute im Dunkeln fällt das nicht auf. Ich bin kein Fan von solchen Express-Dingern generell, wenn, dann färbe ich sie mir lieber wieder. Weil ich auch skeptisch bin, wenn man nass wird, wenn es regnet, wie das dann aussieht. Ja, trotzdem danke an Garnier dafür, dass ich es testen durfte, aber ich glaube, ich werde davon niemals Fan sein. Ich habe sowas schon mal ausprobiert und bin davon kein Fan. Ich habe das schon mal zum Sprühen sowas gehabt. Ist nicht meins, aber
ja, muss ich mal gucken, was ich damit dann anfange, ob ich das vielleicht mal irgendwann nochmal ganz teste oder so, aber ich glaube, das ist wirklich nur was, mal eben, wenn man wirklich graue Haare hat, mal eben einzelne Stellen abdecken, mehr ist das, glaube ich, nicht. Dann geht's weiter, ich habe vor ein, zwei Wochen ein Paket von Duschdust bekommen, da war einmal diese LE drin, das sind zwei Duschgele von Duschdust, also von Rossmann und Duschdust habe ich das bekommen und das ist komplett neu, gibt es glaube ich exklusiv bei Rossmann, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, ist die LE, ich fühle mich traumhaft und hier ist einmal, ich fühle mich fabelhaft. Ich habe beide schon benutzt, hier sieht das vielleicht, dass ich ein bisschen benutzt habe. Erst dachte ich tatsächlich, ich finde das Grüne besser, inzwischen finde ich aber dieses hier besser. Das ist ein bisschen leichter, würde ich sagen, halb blumig, fruchtig. Das hier ist nur fruchtig. Riecht ein bisschen künstlicher, das riecht ein bisschen echter, würde ich so behaupten. Aber ich habe es jetzt wirklich noch nicht oft benutzt. Das sind jetzt erstmal meine ersten Eindrücke. Aber ich will es euch jetzt sagen, weil es ist eine LE, die wird es nicht ewig geben. Also wenn ihr Interesse daran habt, schaut rein. Das ist pH hautneutral und ich persönlich favorisiere das. Aber das ist auch nicht schlecht, das ist auch gut. Gefallen mir beide gut. Genau, und das kam in einer richtig, richtig süßen also schön Box, also richtig schön gemacht als PR-Paket. Auch so mit diesen Seepferdchen drauf, also sah richtig, richtig süß aus. Dann war da noch so ein kleines Täschchen drin, bisschen billig gemacht, finde ich, muss ich ehrlich sagen. So eine kleine Klatsch, sage ich mal, Meerjungfrauenoptik. Ein Schwämmchen war da noch drin und das, was auch noch sehr cool ist, ein Duschdust, Handtuch, ein großes. Ein Handtuch kann man natürlich immer gebrauchen, deswegen darüber habe ich mich auch gefreut. Genau, das war das Paket und zur gleichen Zeit hatte mich noch ein Paket erreicht. Und zwar von Neutrogena ein Paket mit GoFeminine in Kooperation, sage ich mal. Genau, das möchte ich euch auch einmal kurz zeigen. Also, da war einmal drin, das ist wahrscheinlich eher mehr so ein kleines Test-Goodie, würde ich sagen. Hydro Boost für intensive Feuchtigkeit, eine Crememaske. Obwohl, nee, es ist eine Crememaske. Ich dachte immer, das wäre eine Gesichtscreme. Okay, das ist eine Maske, dann wird es diese auch so geben. Vielleicht auch in mehreren Sorten, das kann ich nicht genau sagen. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Die werde ich gerne benutzen. Und der Rest, das sind auch Masken. Die sind alle neu jetzt. Es gibt sie zu kaufen. Und zwar diese vier Stück habe ich hier. Das sind alles Tuchmasken. Und zwar so, beziehungsweise sind das richtige Tuchmasken? Ich habe sie noch nicht getestet, muss ich dazu sagen. Das möchte ich jetzt anfangen. Ich wollte sie euch erst vorstellen. Werdet ihr dann in einem entweder Favoritenvideo oder in einem Aufgebraucht-Video sehen im nächsten. Denke ich mal. Das sind Hydrogel-Masken. Also können die auch genauso gut so ein bisschen gelartiger sein und nicht so direkte Tuchmasken. Versteht ihr? Da gibt es ja auch noch Unterschiede. Das ist einmal die für intensive Feuchtigkeit, die Maske Hydro Boost. Dann haben wir hier Pure Boost für tiefenreine Haut. Dann Ageless Boost für glatte, jünger aussehende Haut. Und die Illuminating Boost für strahlende, schöne Haut. Diese vier Masken, genau, die werde ich alle mal nach der Reihe austesten und ich hoffe, dass die gut sind. Ich finde auf jeden Fall das Design sehr, sehr schön, gefällt mir diese schönen Farben in metallischem Design und dann ein bisschen mit so Wassertropfen an den Seiten drauf. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Danke nochmal dafür, dass ich es zugeschickt bekommen habe, werde ich sehr, sehr gerne testen. Ich liebe Masken über alles, von daher bin ich gespannt. Wenn ihr schon Produkte davon kennt, die ich euch gerade gezeigt habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare, schreibt mir was dazu, wie ihr es findet, das würde mich sehr freuen. Und das war's mit den Sachen, die ich auch noch zugeschickt bekommen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!